Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Und ja, unser kleines Abenteuer geht weiter. Wir sind inzwischen im alten Lager angekommen, wo wir kurz mit Diego gesprochen haben. Wo ich gestern letztens schnell weg musste. Aber jetzt können wir uns in Ruhe im alten Lager aufhalten und Grimm befragen. Grimm befragen. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ja, ich bin neu hier. Ist klar, oder? Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Okay, verstanden. Schutzgeld werde ich nicht bezahlen. Ich weiß, da sind irgendwo noch zwei, drei Typen, die wollen Schutzgeld von mir haben. Dies werde ich nicht bezahlen. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Okay. Du siehst aber nicht wie ein Schatten aus. Du siehst eher aus wie ein Buller, Alter. Diego hat es dir also verschafft, ein Buller zu werden. Cool, oder? Oh, Diego. Ich lästere nicht. Nein, nein. Oh. Ich kann mit Gardisten reden. Ich kann... Ehrlich? Ich kann mit dem einfach so reden. Ich will Gardist werden. Da hast du aber noch einiges vor dir, Junge. Jo. Ich weiß, Captain. Gardist. Wer hat hier das Sagen? Ich hab hier das Sagen. Und ich sage, sei vorsichtig, was du sagst, Junge. Ich glaube nicht, dass du dir hier das Sagen hast. Der da hinten in der silbernen Rüstung hat hier das Sagen. Wer hat hier das Sagen? Habe ich schon. Wie komme ich in die Burg? Gar nicht. Nur Gomez-Leute kommen in die Burg. Okay. Und wenn ich die Wache besteche und wenn ich mit Gomez sprechen will? Gomez hat kein Interesse an dahergelaufenen Neuen, die sich noch nicht bewährt haben. Hey, das weißt du nicht. Rede mit Torus, wenn es dir ernst ist. Ach, rede mit Torus, verstehe. Und wenn ich die Wachen besteche? Ganz schön dreist, Kleiner. Schätze, für die richtige Menge Erz könntest du sie überzeugen, mal wegzusehen. Aber wenn Gomez erfährt, dass sie einen Frischling einfach so in seine Burg gelassen haben, lässt er sie in den Kerker werfen. Das steigert natürlich den Preis. Aber selbst wenn du reinkommst, was würdest du drinnen machen? Alle Gebäude sind streng bewacht. Ich war nur neugierig. Oh, okay. Verstehe. Alle Gebäude sind streng bewacht. Wo finde ich... Wie läuft's? Ruhig. Ab und zu gibt's Scherereien mit dem neuen Lager. Oder ein paar von den Sektenspinnern. Solange du noch neu bist, hast du kein Problem damit. Aber wenn du dich erstmal für ein Lager entschieden hast, steckst du mittendrin. Wie wir alle. Was? Ich soll mittendrin stecken? Nein. Ich stecke doch hinten. Warte. Hey, du. Nein. Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier Schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Hast du letztens den Spiegel gesehen? Dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Nee,
Nee, Bloodwin, ich kenne dich. Den habe ich zum ersten Mal getroffen. Nee, ich glaube, das war wirklich die erste Person, die ich in meinem ersten Spiel getroffen habe und gleich wollte der Geld. Das mache ich nicht. Soll das eine Drohung sein? Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Freundschaftsangebot? Ich will Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich soll Schutzgeld zahlen. Sieht man halt so schlecht, weil das so durchlässig ist. Und weiß. Wieso ist das weiß? Ich soll Schutzgeld zahlen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich soll Schutzgeld zahlen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, dein Freundschaftsangebot abzulehnen. Ich hab's mir überlegt, nein. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ich glaube kaum, dass ich... Okay. Kann ich da mal Budla. Vorbei... Budla. 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 Slay. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Oder ich Sly. Hätte was zu tun für einen neuen. Rob, was hast denn Sly? Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Was kann ein gutes Wort von dir denn bewirken? Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. So, ich weiß ganz genau, wo Neck liegt. Keine Sorge, wir müssen ihn nicht suchen. Das habe ich schon beim ersten Mal ziemlich intensiv gemacht. So, dass ich es mir endlich gemerkt habe. Irgendwann. Für immer. Und ewig. So, erstmal hier durch. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Tja, und das war der Hüttenheini. Ach ja, ich liebe ihn. Naja, es gibt eine Person, die ich hier nicht liebe, aber die ist auf der anderen Seite des Lagers. Und der... Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Ja. Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Kluges Kerl. Steck die Waffe weg. Was? Steck die Waffe weg. Soll das ein Scherz sein? Kluges Kerlchen. Du denkst, du bist einer von den ganz Harten. Einen Moment. Ich speichere kurz ab. Hallo? Ah. Kluges Kerlchen. So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Du willst ein paar aufs... Der hat genug. Noch einmal und du kannst was erleben. Ich glaube, der ist schon Level 2. Was war denn das für ein Port? So, mal sehen. Ich glaube, da hinten ist jemand, den ich kenne. Nein, das ist Baal Pavetz.
Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Was ist der rechte Weg? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Eine Sekte. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Nein, danke. Momentan nicht. Nein, danke. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Natürlich, war doch Ton. Wer ist der Schläfer? Bring mich zu eurem Lager. Das will ich mir ansehen. Bring mich zu eurem Lager. Nee, wer ist der Schläfer? Hallo? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Ja, was ist der Schläfer? Bring mich zu einem Lager. Okay, das war's. So, Dexter. Und falls jemand nicht wusste, worum es sich mit den 3 Göttern handelt. Fisk. Ich bin Fisk. Jo. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Okay, hast du Rüstung für mich? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Ja, bestimmt. Buddlerhose, leichte Buddlerhose. Waffen? 250 Erz, 500 Erz. Buddlerhose, leichte Buddlerhose. Zurück. Zeig mir deine Ware. Ich weiß, eine Lederkluft. Warte. Ich habe doch ein paar Spitzhacken. Die kann ich gerade nicht sehen, weil wieso auch immer. Das ist die Waffe. Rostiges Schwert kannst du haben. Spitzhacke kannst du haben. Spitzhacke kannst du haben. Knüppel kannst du haben. Die Pfeile behalte ich erstmal. So, das sind gerade mal 10 Erz, die ich dafür bekomme. Nicht viel, aber haben oder nicht haben, ist die Devise. Wie schließe ich nochmal den Kauf ab? So, habe ich jetzt den Kauf abgeschlossen, oder? Ja, scheint so. So. Ja, springen wir nochmal so. Spring! Ich glaube, ich bin eine Weile lang im Spiel herumgesprungen, weil. Zumindest abwärts. Ja. Hey, Neuer! Hi! Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ja, zeig mir deine Waren. Zu dir komme ich später, Mordrak. Zu dir komme ich wirklich später. Ja, deswegen, weil das schneller ging, irgendwie. Und ich hatte es mal eilig. Aber erstmal gehen wir zu, wie auch immer er heißt, da hinten hin. So, ich hoffe, Spiel speichern. Komm. Die muss ich mir jetzt leider einzeln holen. Ich hab's ja nicht einmal leben. Komm.
Komm schon. Ja, ja, reg dich nicht so künstlich auf. Ich kenne das schon. Komm, greif an! Ah, Mist, ich hab kein Leben, deshalb hat er mich so schnell niedergerungen. Okay, ich hab noch ein paar Bären. Die nehmen wir mal zu mir. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Hallo. Ich möchte nicht zwei. Einer reicht. Vollkommen. Lauf! Lauf, du Narr! Komm her. Nein, nicht abhauen. Oh, geschafft. So, hol ich mir das Fleisch. Fleisch ist gut. Fleisch tut nicht weh. Außer es kann sich noch bewegen. Der nächste bitte. Ich hab's eilig. Ich hoffe, ich trigger den nicht. Komm her. Geschafft. Nochmal speichern. Und weiter geht's. Der letzte im Bunde. Komm her. Bams. Komm. Weit weg. Und hier liegt der tote Gardist, den man vermisst und dachte, er wäre im neuen Lager. Das stimmte aber nicht. Das stimmte aber nicht. So, mal sehen. Axt. Äxte habe ich nicht so gern. Ich bin eigentlich der Schwertmensch. Ich mag Schwerter, besonders die einhändigen Schwerter. Ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, von irgendeinem alten Ding, Ritterlichkeit und so. Wahrscheinlich der erste Ritter, den ich so gesehen habe und einfach cool fand. Wieso ich dann die einhändigen Schwerter mag. Ist halt irgendwie meine Vorliebe. So. Und Bams. Ein paar Pilze habe ich auch eingesackt. Mit dem. Ist das ein Varan? Ich weiß es nicht mehr. Sieht, glaube ich, so aus. Ein paar Scavengers. Ich glaube, ich lege mich nur mit den Scavengers an, aber dann reicht es auch. Speichern. Guten Tag. Oh, du bist ja einer von der schnellen Sorte. Wow, wow, das ging fast in die Hose. Das ging fast in die Hose. Sag ich nun mal. Okay, dann gehen wir mal kurz zurück ins Lager. Jetzt sind die Lampen angegangen. Ein Moment. Das ist ein komisches Licht, irgendwie grünlich. Naja. Hey, du! Ja? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin doch gerade rausgekommen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Ich bin doch gerade da rausgekommen. Du hast mich gesehen. Du hast mich doch gesehen, wie ich rausgekommen bin. Meine Güte. So.
Schatten. Mordrek. Oder Motrak, glaube ich. Mordrek oder Motrak war es. So. Und la. Dexter. Hey du, komm ich handle mit zum hey, du. Trinken aus dem Sektenlager. Willst du was? Was ist Sumpfkraut? Was ist denn Sumpfkraut, Herr? Mein Sir? Ich weiß nicht, was das ist. Was ist Sumpfkraut? Naja, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Neu. Neu. Natürlich. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Jo. Und du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Kalom? Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dort auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Okay. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Okay, wie viel ist für mich drin? Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Vergiss es. Kein Erz, kein Rezept. Seien wir mal stur. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Bäm. Ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dein Rezept selber abholen. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Gut, vergessen wir die Sache. Nee, okay, ich werd's. Okay, ich werde sehen, ob ich das Ding kriege. Zeig mir deine Waren. Wo ist das Sektenlager? Brauche ich nicht zu wissen. Denn da wird mich dieser Baal irgendwann hinführen. Warte, das ist der zweite Typ. Ah, der will ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann. Das ist nicht viel. Hier hast du 10 Erz. Natürlich werde ich ja kein Schutzgeld bezahlen an niemanden. Und was bekomme ich dafür? Und wenn ich nicht zahle? Was bekomme ich dafür? Und wenn ich nicht zahle? Was bekomme ich dafür? Und wenn ich nicht zahle? Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Ja, klar. Was bekomme ich dafür? Nee. Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. Nein. Ende. Ciao. Ich will dich nicht. Buddla. Buddla, 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 buddla. Gib mir eine Buddel voll rum. Okay, ich mach kurz mal Pause. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Ich lass euch mit der Ex allein.
So, ich bin zurück. Wir spielen weiter Gothic. Komm. Und, was wollen wir denn tun? Ich wollte zurück zum Schatten gehen, der uns ja diesen Auftrag erteilt hat. Wo ist denn der? Ne, nicht du. Bloodwin will ich auch nicht. Hey, du. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Ja. Was willst du? Dich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich hab zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Okay. So auch immer. Ich schlaf mal. Hey, du. Ja. Ja, das war ein schöner Schlaf. Hey, du. In einem fremden Bett. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Was machst du da? Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Geh weg! Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Der verlangt auch ständig Schutzgeld. Jesse. Hallo. Haben wir schon gesprochen miteinander? In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. An der Geschichte muss doch wohl was... Herrick, ja. Mit dem rede ich erst später, wenn ich stärker geworden bin. Und ihn besiegen kann. Was ist denn der Kerl nochmal? Ich glaube, absolut idiotisch. Rutsch mal hier runter und bist du es? Warst du es? Whistler? Nee. Der letzte. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Naja, er hat zumindest dieselbe Stimme. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich glaube kaum, dass ich da. Ich will eine Waffe von Fiska. Nichts damit zu tun haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Verlass dich auf jemanden. Ich glaube kaum, dass ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Okidi-Lokli. Warum will er die Waffe nicht mehr verkaufen? Hä? Früher wäre es wirklich nie das Problem. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du wissen musst. Absolut. Wieso kann ich... Ich glaube kaum... Was ist denn hier los? Ich kann... Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Interessant. Jetzt kann ich nicht mehr mit W und S herunter, hin und her switchen bei den Dialogen, Dialogoptionen. Hast du mal daran gedacht, dass ich mit dem Erz durchbrennen könnte? Ja. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst, finde ich dich. Ich höre nicht, ich dachte... Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Okay, das Schwert nicht. Solange ich nicht so. Oh. Klar doch. Ich. Bin verrutscht mit meinen Fingern. Ich war nicht mehr an der WASD-Steuerung, sondern irgendwie an irgendeiner anderen Steuerung nebenan. Okay, Fisk. Hast du eine Rüstung? Zeig mir, ich will ein Schwert kaufen, was mit Ornamenten wäre schön. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Genau. Ich habe eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. 110? Interessiert? Vielleicht... Wieso verrutsche ich hier die ganze Zeit? Ja, ich nehme es. Whistler, wolltest du es für 100 verkaufen? Vielleicht später. Vielleicht später. Lass uns lieber. Einen Moment. Wenn ich ihm Bescheid gesagt hätte, dass ich vom Whistler komme, oder mit Whistler darüber gesprochen habe, hätte er es nochmal um 10 Erz erhöht. Man darf auch nicht alles glauben.
Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben? Scheiß. Jo. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Der letzte Scheiß. Jetzt beeil dich. So. Dankeschön. Dann gehe ich wieder zu Fisk. Hast du eine Rüstung für mich? Zeig mir deine Ware. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön? Ich hab da eins, das dir gefällt. Kostet 100. Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Okay. Ende. So, jetzt habe ich das Schwert mit Ornamenten. Und einen ziemlich hellen Tag herausgefordert. Fisk, komm. Zurück. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. Jo, dann sieht sich. Ist der Schraub hier oben, war der irgendwo? Oder? Der sitzt doch hier irgendwo herum. Absolut. Nee, das ist Bloodfin, den will ich nicht. Der ist ein Arschloch. Kann schon sein, aber wie ist es? Dann renn ich mal. Wie oft hab ich euch... Ach, ich liebe den Kerl. Da regt sich einfach über so eine Kleinigkeit auf. Ja, wo ist denn der? Hast du das? Ja, hier. Ich hab Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Ja, okay. Ist auch irgendwo der Kartenheini? Hier? Nein. Hier? Buddler. Ball. Vielleicht Graham. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Oh. Was willst du? Eine Karte. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Warte mal. Ich glaube, ich krieg so eine Karte gratis, wenn ich mit Diego vorher spreche. War doch klar, dass das Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Bezahle. Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Vielleicht später. Ich bin dabei. Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Wir machen halbe-halbe, oder du kannst alleine. Nein, wir machen halbe-halbe. Das ist eigentlich scheißegal. Oder du kannst dich alleine mit dem Typen anlegen. Okay. Halbe-halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Ich bin dabei. Gut. Sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Das passiert mir nicht normal. Wahrscheinlich hast du Ende. Ich weiß, was der Typ vorhat. Der will mir eine ganz gemeine Falle stellen und mich hinterrücks mit den zwei Typen überraschen. Denn das sind alles drei Banditen. Ich guck mal, kann ich vielleicht die zwei Typen schon besiegen? Vielleicht auch nicht.
Ja. Das sind die. Butler. Butler. Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Okay. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. So, ich weiß zufälligerweise, dass diese zwei Butler mir echten Stress machen, deshalb... Komm, steck das Ding weg. Ah, ein Kampf. Komm schon. Der hat genug. Das ist nicht nur ein Kampf, mein Freund. Komm, steck das Ding. Ein Kampf auf Leben und Tod. Verdammt. Schöner Kampf. Versuch das nicht nochmal. Ich bin einfach zu schwach. Ich bin einfach zu schwach dafür. Ich kann sie nicht besiegen. Einen zumindest. Einen konnte ich besiegen. Der andere ist ein bisschen schwerer. Gardist. So, Diego. Ende. Mach's gut. Jo, hat Spaß gemacht mit dir. Torus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Jo. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen, für zum Beispiel 1000 Erzbrocken? Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Naja. Ups. Ganz umsonst. Also, ganz umsonst ist das auch nicht. Ich muss eine Menge Zeit investieren, um erstmal alle Aufgaben zu lösen, um Schatten zu werden. Dann bin ich erst einer von Gomez Leuten. Anschließend kann ich endlich in die Burg. 1000 Erzbrocken sind ebenfalls sehr viel. Und ich brauche auch sehr viel Zeit, um das zusammenzutragen. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Habe ich schon gemacht. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich gut aussehe. Mein Charme spielt ihm ins Mützchen. Diego sagte, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Hm. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Wenn du meinst? Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Wenn du meinst?
Wenn es mit Capiche zu tun hat, dann muss ich es ernst sagen. So, ich habe 1000 Erzbrocken, habe ich nicht. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Glaube ich nicht. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Erstmal abwarten. Ach, komm schon. Kein Typ aus dem neuen Lager geht hier auf die Eier. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich einfach nicht glauben. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Jo. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Okay, mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Okay. Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Magier? Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja. Aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Lecker. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Ja. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Hier passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Ah ja, okay. Klappe halten, verstanden. Wo finde ich Mordrak? Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Sektor. Warte mal, das brauche ich nicht zu hören. Soll ich den Kerl umbringen? Ich kümmere mich drum. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Okay. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Wegen Mordrak. Ich habe Erz. Ich muss in die Burg. Ich habe den Brief. Diego. Ich habe mit Taurus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Ja? Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst,
desto wertvoller bist du für uns. Okay. Wo finde ich die wichtigen Leute? Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Naja, er sitzt. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Fingers. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Und Richtung Fingers wahrscheinlich. Was ist das für eine Prüfung des Vertrauens? Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Einen großen Schritt wahrscheinlich. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte ich ihren Bett? Ach, wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie mir geben? Ian? Hat er schon seinen Namen gesagt vom Lagerleiter? Ich weiß. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Ja, sehr vertrauensvoll. Wie finde ich zur alten Mine? Wo finde ich die alte Mine? Einmal durch die Bank. Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Erstmal abwarten. Okay, kannst du mir was beibringen? Wie steht's mit dem Aussehen im Lager? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Mit Dexter muss ich noch ein erstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Mordrak-Sache? Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay, Mach's gut. Gut. Mordrak-Sache. Ach, für den Mordrak brauche ich doch ein guter Kämpfer sein. Ich rede kurz mit dem, dann gehen wir ins neue Lager. So leicht ist das. So, ich möchte erstmal mit Baltaran reden. Baltaran, der muss aber ziehen, bevor er mit mir redet. Oder zweimal oder dreimal. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baltaran von der Bruderschaft des Schläfers. Evers. Ja, Baltaran, was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Ja, verkünde deine Lehren. Wer ist der Schläfer? Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Erzähl mir was von den Lehren des Schläfers. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans Alpelager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Mich mal umsehen. Sightseeing. Weißt du schon.
Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ich will dort jemanden treffen. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Der kommt selten raus. Es ist ein Magier, das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Okay, ich muss in die Burg, kannst du mir helfen? Nee, ich dachte, er hätte auch noch eine Aufgabe, Sumpfkraut zu verteilen. Dann hätte ich ein bisschen verdienen können oder so. Bula, 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 bula. Wo ist Graham? Graham, komm, rede mit mir. Ich will eine Karte. Diego sagte, du gibst mir eine Karte. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Er sagte, du gibst sie mir umsonst. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? Ach. 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Rück die Karte raus, oder ich poliere dir die Fresse. Rück die Karte raus, oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Gut, dass er nicht weiß, dass ich kein Schutzgeld bezahle. So, jetzt haben wir eine Karte. Kann ich die mit M öffnen? Nee, kann ich nicht. Schade. Nahrung, Tränke, Schriften. Was ist das für eine Schrift? Das ist der Brief. Siegel darf nicht geöffnet werden. Gut, ich speichere mal kurz mal ab. Ich weiß nicht mehr, was im Brief steht, aber wir lesen kurz mal den Brief, falls es geht. Hallo? Geht das? Oh, ich... Nein! Ich drücke natürlich die ganze Zeit irgendwas Falsches. So. Das ist schon mal die Karte, wo wir sind. Um in die alte Mine zu kommen, müssen wir einmal durch den Wald durch oder am Fluss vorbei. Da steht leider nicht alles drauf. Hier ist nur ein ganz kleines Gebiet. Ich dachte, das wäre eine ganz große Karte, aber wie es scheint, nicht. So. Hochgeschätzter Meister, eure... Was? Eure... Ach, letzte. Da, jetzt erkenne ich's. Eure letzte Nachricht enthielten... Mann, ich kann's nicht lesen. Wieso kann ich's nicht lesen? Erhielten wir mit großen... Ich bin ja zu dumm zum Lesen. Erhielten wir mit großer Freude... Sorge. Wir haben uns... beraten und lassen euch durch diesen Brief unsere Entscheidung wissen. Die Bruderschaft bedeutet eine Gefahr für die weiteren Abläufe unseres Handelsabkommens und damit für den König, das gesamte Königreich und auch für euer Leben. Deshalb solltet ihr zunächst Kundschafter aussenden und herausfinden, auf welchen Göttern und auf welchen Wissen ihre magische Macht beruht. Wenn ihr das herausgefunden habt, werden wir die Priester mit euren Erkenntnissen vertraut machen, auf dass wir gemeinsam diesem Spuk ein Ende bereiten werden. Schon in diesem Augenblick studieren die Gelehrten die alten Bücher über alte, neuen Erkenntnisse berichten. Über alle neuen Erkenntnisse berichten wir euch umgehend auf gewohnten Weg. Möge Innos uns schützen. So. Ja, ich weiß, das klang jetzt gerade wirklich scheiße vorgelesen. Aber ich kann... Dieser Text ist wirklich so klein auf dem Bildschirm.
dass ich das gar nicht sehen kann. Zumindest nicht richtig. Und dann nochmal in dieser Kursivschrift. Widerlich. Ah ja, gut. Ich lade das Spiel neu, sonst kenne ich das schon. Wenn das Siegel gebrochen ist, dann beschweren die sich alle. Ich mag die Kursivschrift nicht. Könnte hier alles normal groß geschrieben werden? Oder beziehungsweise die ganzen Dialoge sind durchsichtig in weiß geschrieben, und wenn das irgendwie auf den Boden fällt oder ins Licht, dann sieht man es überhaupt nicht mehr. Ist mir früher alles nicht aufgefallen. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich in Full HD spiele, also 1920x1080, dass hier alles nochmal doppelt so klein ist, was solange ich damit nichts zu tun darauf habe. Ist das Spiel ja nicht ausgebaut. Warte mal. Nee, ich bin noch nicht daran vorbei. Sonst. So, Kämpfe. Hier kann man ja Kämpfe machen. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer und so weiter. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Wieso lasst ihr die Leute aus den anderen Lager hier kämpfen? Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Ich will wetten, trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Okay, was ist das? Einhänder, Stufe 1, 50 Erz. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Du hast nicht genug Erz. Ja. Immer wieder dasselbe. Du hast nicht genug Erz, du hast nicht genug Kraft. Ich habe nur 22 Erz, okay. So, Kirgo. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Okay, bist du gut? Im Kämpfen, meine ich. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Oh, einen Kampf. Ich fordere dich zum Kampf. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ja. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Hm.
Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Mal sehen, ob ich den überhaupt schaffen kann. Weiß ich gar nicht. Willst du mich? Nein. Der Raus. Köpfchen. Okay, ich speichere mal. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Der Kampf ist erste Schlag. Nein, das war das falsche Safe Game. Ups. Da habe ich mich nicht ganz gut geschlagen. Nicht wirklich gut geschlagen. Ich habe hier nur kurz mal. Okay. So. So. Mist. Ich muss für. Ich glaube, den kann ich nicht schlagen, oder? Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Du lernst schnell. So. Lass mich in Ruhe. Nicht einmal ein Schlag, Scheiß. Okay, das verschiebe ich auf später. Geh zur Seite. Das verschiebe ich auf später. So, erstmal gehe ich zum Händler und verkaufe ein paar Sachen, um Geld zu kriegen, um Erz zu kriegen. Ach ja, der alte Turm. Ach, so viele Erinnerungen. So, hey. Mordrak. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Okay. Ja, du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Okay. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ach, wirklich? Stimmt es, dass du, Kurier? Nee, erzähl mir was über das neue Lager. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Freiheit! Und wenn ich mir... Wenn ich mich dem neuen Lager anschließen will. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Das können wir mal versuchen. Lass uns zum neuen Lager gehen, denn vielleicht später. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns zwei. Beide. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Gerne doch. Ich verkaufe ein paar Sachen. Und zwar die Fackel. Das Fleisch behalte ich. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Die Becher. Das Gold. In seiner Haut will ich trotzdem. Na gut. Es hat keinen Wert in dieser Welt. Hatte ich vergessen. Hier,
Kannst auch die Fackel haben, die Dietrich behalte ich. Ich glaub schon. Ich habe nicht wirklich viel. Besser gesagt, ich habe gar nichts. Oh, der hat nicht einmal genug Erz. Was hat er hier? Reis? Pfeile? Na gut, dann nehme ich ihm das gesamte Erz, was er hat, ab. Und nehme das weg. Ne? Warte. Kriege ich noch 8 dazu? Ich halte mich dann lieber raus. Ja. Ist ein bisschen teuer. So. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Absolut skeptisch. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich halte mich da lieber raus. War doch klar, dass das Geschichte muss wohl doch. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich erinnere mich nicht auf das Ich hab dich gewarnt! Du wirst nie wieder.
Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Wofür braucht Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz.
Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Wir sehen uns. Kann ich da mal vorbei? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Was macht ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Bis dann. Möge der Schläfer...
Ah!